Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schnellzugriffslots von Mass Effect mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Jetzt fängt der Spaß an. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Was war das? Was? Stimulanzpack? Ein Rüstungsack? Alles nehmen. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Wie geht denn das mit dem Codex? Ich muss mal kurz... Codex, da. Ach, hier. Waffen und Ausrüstung. Hier kann man das dann alles lesen. Aha, primär. Oh Gott. Alles als gelesen markieren. Das lesen wir uns jetzt nicht durch. Tagebuch. Prolog, den Sender finden. Weiter zur Ausgrabungsstelle. Aha, da sollen wir also hin. Das ist denn unser... Wie kommen wir zurück? Mit Hub? Nein. Hier. Hier kommen wir zurück. Karte. Wo sind wir? Wir sind beide hier. Aha, aha. Man kann die auch kleiner und größer machen. Wichtiger Ort. Huch. So, jetzt aber. Squad, Ausrüstung. Speichern, laden. Aha, aha. Ausrüstung. Leer. Jede Waffe hat wenigstens einen Waffenslot. Waffen-Upgrade. Munitions-Upgrade. Ich habe hier aber nichts. Ausrüsten? Nee, will ich nicht. Lancer. Zurück geht hier. John. John hat ein Sturmgewehr. Na gut, 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 gut. Das ist komisch hier. Das ist hier sehr komisch. Rüsten Sie Ihr Präzisionsgewehr aus. Schließen Sie sich auf den... Ein Präzision... Was habe ich denn jetzt für eine Waffe? Caden Shepard. War das wieder I? Ja. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich kann das nicht. Jetzt müsste ich ja ein anderes Gewehr haben, theoretisch. Nee. Jetzt fängt der Spaß an. Ach, nachladen kann man damit nicht. Auf mich geschossen? Idiot! Wie rüste ich denn eine andere Waffe aus? Zwei, drei? Die Slots sind ja noch nicht belegt. Das muss ich nochmal rauskriegen. Wartet mal, das ist ja interessant. Präzisions... Da, Gewehr. So, jetzt haben wir das. Ich kann hier aber nicht ausrüsten und Universalgel klicken. Ich kann das auch nirgendwo hinziehen. Ich kann den Helm auf und an, dann das kann ich. Avenger, Hane, Keda. Das sind meine, das bin ich. Das ist mein Spannemann. Was hat er jetzt gemacht? Ach nee, Kaidan Adenko ist das hier. Interessant, interessant. Hoffentlich steige ich da nochmal hinter. Irgendwie kriegt man da Geld ich glaube, und XP. Wir haben Sie, Commander. Was glaubst du, was... Oh! Was passiert da? Was sind das für Viecher?
wusste ich bestimmt mal. Das habe ich wieder vergessen. Geil, der schießt gegen Felsen. Danke für die Hilfe, Kummer. Ach so, ich habe gar nichts gemacht. Huch, was war das? Wir gucken uns hier erstmal um. Was ist das hier? Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber Sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einziger übrig. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geht. Die Geht haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Die Geht. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Sie kommen mit uns, Williams. Wir brauchen diesen Sender. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Los geht's. Munitionsupgrade. Aha, Schutz. Panzerbrechend. Alles nehmen. Doppelklink, um sie auszurüsten. Doppelklicken, um... Ach so, hier. Wem... Handy leer, weiter. Das Munitionsupgrade ist installiert für diese Waffe. Interessant. Nein. Die Waffen kann ich alle gar nicht ausrüsten. Ich kann nur die ausrüsten. Auf das neue Ziel übertragen. Ich weiß, ich mache hier Kacke. Pistole, Kessler 1. Und wie kriege ich die jetzt in meinen Slot rein? Captain Alenko, Ashley Williams. Doppelklicken hilft auch nicht, das hilft auch nicht. Kann ich denn hier ziehen, hilft auch nicht. Gewähltes Objekt, Kessler Hane Keda, Kessler 1. Aktives Objekt. Wir haben eine Striker. Das Ziel hat aber mehr Schaden. Mehr Schüsse bis... Präzisionseinstufung ist aber von der Pistole höher. Ich steige da noch nicht so wirklich durch. Ich hoffe, dass das irgendwann passiert. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Leichtmensch Skorpion. Wir machen das mal. Was ist das? Phasenmunition. Panzerbrechend. Können wir bestimmt gut gebrauchen. Wat? Wir hielten diese Welt für sicher, bis die Geht auftauchten. Ziele überprüfen. Es könnten unsere Leute sein. Ach, guck mal an. Die haben die hier aufgespießt. Warum sowas? Und dennoch verbrannt? Laufen sie den Wegpunkt, um sich mit gezogener Waffe... Automatisches Deckungssystem.
Hey, ich kann nicht schießen! Jetzt! Sind noch mehr? Okay. Nicht schlecht. Kann man... Oh! Stufenaufstieg. Drei Punkte. Panzerung. Sturmgewehr. Ich würde gern das erhöhen. Aber das kommt bei mir irgendwie nicht, ne? So, was haben wir bei Captain Alenko? Da machen wir die beiden. Und was haben wir bei Ashley? Da haben wir noch 6 Punkte. Die kriegt erstmal Overkill. Überall ein. Aber hier kann ich keinen Punkt vergeben. Warum? Ja, und dann kann ich hier raufdrücken und dann wird das automatisch ausgewählt. So, machen wir das so. So. Die kann man nicht untersuchen, ne? Aber dann kriegt man auch Symbole angezeigt. Und ich glaube, wir sollen hier hin. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Er ist weg. Von einem unserer Leute oder von den Geht? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Drücken Sie. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Ein Container öffnen? Alles nehmen. So, wieder I. Panzerbrechen 2. Es ist aber alles nur Schrotflinte? Nee. Aha. Striker 3, was bedeutet das denn alles? Ach so, mehr Schaden. So. Aber auf welchen Slots lege ich diese Waffe? Darum geht mir das hier. Das verstehe ich nicht so ganz. Gewähltes Objekt, aktives Objekt. Weil wir haben ja hier oben die Waffenslots und die sind leer. Oder war das mit... Ging das... Ach so. Wartet mal. Das ist eine Schrotgewehr. Das ist eine Pistole. Das ist das Scharfschützengewehr. Das ist das Sturmgewehr. Wir haben die Waffen. Was sagt denn die Karte? Geht das... Nee, das geht doch nicht alles auf I, ne? Wartet mal. Karte könnte auch Map sein. Ja. Lager. Forschungscamp untersuchen. Prolog den Sender finden. Das Forschungscamp untersuchen. Na, das machen wir doch jetzt gerade, glaube ich. Ist das der richtige Weg? Ja, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe das alles vergessen. Das ist schon... Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Lange her. Guter Platz für einen Hinterhalt. Ach, du Scheiße. Haben die Geht ihnen angetan? Drücken Sie R, um eine Granate zu werfen. Warten Sie auf die zeitgesteuerte Detonation oder drücken Sie R erneut, um sie detonieren zu lassen. Tot? Die Waffe war heiß. Wir haben die Schilde verloren. Wir sollten weiter, Commander.
Ich verstehe das bloß oben nicht mit den Schnellzugriffslots, weil wenn ich hier rauf drücke, passiert nicht viel. Warum ich da nichts drin habe, weiß ich nicht. Öffnen. Upgrade Kit. Hä? Wo? Jetzt wissen wir, wofür die Spitzen sind. Sie nutzen hier unsere eigenen Toten gegen uns. Ein Hammer. Wir nehmen erstmal alles. Gucken wir das gleich nachher noch an. Irgendwie muss ich ja mal dahinter kommen, wie das funktioniert. Da sollen wir rein. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Können Sie zum Zentral... Vorsichtig vor dem Sicherheitsprogramm. Oh, was soll ich denn hier machen? Ach so. Ach so ging das. Warte mal, weiter. Ah, scheiße, nicht aufgepasst. Hä? So. Ist doch einfach. Huch. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Ja. Beeilen Sie sich. Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen. Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Born und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Nee. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Manuel? Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Ja. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur ihnen geben. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Gate das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen. Bis Sie kamen. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Ja, das glaube ich auch. Ist hier noch was Interessantes? Ist aber nicht viel drin bei euch. Hier, was ist das? Das nehmen wir erstmal alles. Was ist das? Hier kann ich nichts nehmen. So, jetzt gucken wir mal hier rein, weiter. Schrotflinte, Pistole, Kessler, Hammer, Präzisionsgewehr, ausrüsten. Ach, kann ich denn hier Quajane, Phönix, mittelschwer, Mensch, was ist denn das? Schilde. Ach so, guck mal, das ist jetzt aus Schadenschutz, Schilde. Das kann ich ausrüsten, das sind verschiedene... Ausrüstung. Stimulationspack. Ausrüsten. Aha. Gott, oh Gott. Und Alenko? Kann ich da nicht... Habe ich jetzt alles... Ah, ausrüsten. Hast du das jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt keinen Rüstungsupgrade. Ich habe keins. So, da kommen wir weg. Ein Gefummel. So, ob ich mich da jemals dran gewöhnen werde? Wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich?
Und was sagt die Zeit? Wir gucken mal schnell auf die Karte. Das ging ja auf M. Da oben müssen wir hin. Zum Raumhafen. Tagebuch öffnen. Ja, und dann kann ich hier klicken. Genau. Und bei Aufträge. Aufträge geht nicht. Zum Raumhafen. Mehr geht nicht. Alles als gelesen markieren. Zum Raumhafen. Zum... Ich habe jetzt nicht geguckt. Bin ich jetzt... Gucke ich in die... Ja, ich muss mal hier, glaube ich, lang. Oder... Hier können wir lang. Hier. Ich habe eine andere Ausrüstung an. Aha. Das ist ihre, ne? Und wo ist sie? Kommt sie nicht mit? Das ist Nihlus. Oder Nihlus. Das sind doch Leute von dir. Saren. Saren? Die kennen sich. Du hast aber eine angenehme Stimme. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Nicht. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Oh. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man Overkill? Warte mal. Größer. Kann ich nochmal? Ja. Wie mache ich das? Das ist das, was wir gesehen haben. Präzisionsgewehr. Oh! Was sind das für Waffen? Interessant. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Hier war auch eine Markierung. Hier kann ich nichts sammeln. Mir juckt die Nase. Was ist das hier? Das hätte man hochjagen können. Commander, dazu hätte man das aber treffen müssen. Was ist das? Ja. Ein Turianer? Sie kennen ihn? Er ist Inspektor. Er war bei uns auf der Nord. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ach ich so. Habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Ich muss wissen, wie Nihlus gestorben ist. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Warum? Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind?
Wenn sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Ja, okay. Es hat gespeichert. Ich habe hier auch eine Schnellspeichertaste. Hier. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das mit den Slots gehen soll. Ich probiere das mal gleich, wenn ich jetzt hier eine Pause mache. Ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder. Für diese danke ich erstmal fürs Zuschauen und mal sehen, wie es weitergeht. Tschüss.